Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. So, ich habe mal jetzt gepennt und dann habe ich noch mal gewartet, weil das Pennen ging ja bis in die Nacht und dann habe ich gedacht, nee, wir müssen ja dann wieder mit jemandem quatschen, also mache ich das auch gleich noch und warte, bis es wieder Tag wird. So können wir das alles jetzt schön abschließen. Alles klar, verarscht mich nicht. Der Müller. Das können wir ihm gleich alles wieder verkaufen. Ah, hier bist du. Was zum... Scher dich fort. Ich will nicht mit dir reden. Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? Sind sie von hier? Aus Scarlets? Dann nein. Alles klar. Bei dem kann ich nichts verkaufen. Ist aber auch nicht der... Na super. Ernsthaft jetzt? Ah gut. Komisch, irgendwie ist der Müller nicht da, den man was verkaufen kann. Ärgerlich. Was rede ich denn mit einem Bettler wie dir? Ich bin kein Bettler. Im Schatten sieht man richtig, dass ich keinen Hals habe. Einfach lichtdurchlässig. Die Dame sitzt dort wieder, das ist gut. Der Schmied war da. Nun verkaufen wir ihm wieder die Sachen. Gibt zwar wenig Geld, weil ich unbeliebt hier bin, aber was soll's. Vielleicht wird's ja besser. Was willst du hier? Da rennt der nächste durch. Oh,
Okay, mein Ruf ist auf jeden Fall schon mal von 13 auf 15 gestiegen. Das ist eine gute Sache. So, Warenkorb prüfen, wir falschen, weil wir wollen halt den Ruf wirklich besser haben. Besprechen wir den Preis. Ist gut. So, 610 soll er eigentlich zahlen und ich mache aber 520. Bitte sehr, und etwas obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank. Und wenn ich jetzt gucke, ist es auf 17 gestiegen. Gut. Wir versuchen einfach weiter gute Taten zu machen. Auch wenn wir nebenbei Diebstahl begehen müssen, dann müssen wir aber die Leute halt anders überreden. Toll, wie der gerade Heu vom Karren auf dem Boden und dann ist verschwunden. Super. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ich habe den Schal des Mädchens. Hab Dank. Ich leg ihn dem Bauern ins Bett und steck's dann dem Händler. Der macht den Bastard zum Krüppel oder bringt ihn sogar um. An wem willst du dich eigentlich rächen? Am Bauern? Am Mädchen? An allen. Das sind doch alles verfluchte Schweine. Der Tuchhändler auch. Gibt es noch etwas, das du brauchst? Eine letzte Sache, aber das wird nicht leicht. Meine Rache an Bauern und dieser Schnöpfe habe ich bekommen. Jetzt ist der Tuchhändler dran, der sie mir gestohlen hat. Klau seine Zunderbüchse. Die ist sein ganzer Stolz und er prahlt ständig damit rum. Jeder weiß, dass sie ihm gehört. Sobald du sie hast, stecke ich den ganzen Hof des Bauern in Brand und lass die Büchse dort fallen, damit alle glauben, dass er es war. Der Racheengel ist dir zu Diensten. Ich lege gleich los. Solange man nicht weiß, dass ich das war, ist mir das eigentlich relativ. Klingt hart, aber. Ich könnte kotzen. Das muss immer einmal am Tag passieren, aber auch nur, wenn ich aufnehme. Die ganze Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe, nichts. Eine heroische Sache.
Frage ist, ob der seine Zunderbüchse auch wieder die ganze Zeit dabei hat. Verpiss dich! Ja, mich kotzt das ein bisschen an, dass der die Aufgaben immer so sind, dass ich jemanden umhauen muss. Also müssen nicht, aber Taschendiebstahl würde ich wohl eher erwischt werden. So, hier hätten wir noch ein paar Brennnesseln, die nehmen wir mit. Toll, jetzt müssen wir warten, bis es Nacht wird. Das ist blöd. Gut, wir warten. Bleibt uns nichts anderes übrig, wenn wir jetzt nicht sonst wohin joggen wollen. So. Toll, der hat noch eine Wache oder hat da die Wache wahrscheinlich noch bei sich schlafen. Seine Frau, das wird wieder richtig problematisch. Das klang wie... Ja, kein Problem, ich gehe schon. Hab verstanden, bin hier nicht willkommen, bin gerne weg. Ah. Wisst ihr was, jetzt habe ich irgendwie Lust auf ein nettes Würfelspiel. Wahrscheinlich soll ich dabei auch die Fackel tragen. Hab nur zwei Hände. Will hier keiner würfeln?
Aber keiner da, der spielen will. Bücher habe ich auch nicht. Tja. Das heißt, sie dürfen gleich wieder mal warten. Was? Nö, wusste nicht, dass sie klöppelt. Hat erst vor kurzem angefangen. Jeden Abend, wenn noch genug Licht ist, macht sie sich ans Werk. Und mittlerweile ist sie richtig gut. Das wundert mich nicht. Betty hatte immer geschickte Hände. Das stimmt. Jedenfalls habe ich Tonda aus Tabor ein paar ihrer Stücke gezeigt, von dem ich immer meine Sachen kaufe. Und prompt fragt er mich, wie viel ich dafür haben will. Hört, hört. War selbst ganz verblüfft. Nur war ich nicht sicher, ob Betty sie überhaupt verkaufen will. Also habe ich einen hohen Preis genannt. Und er sagt, das ist gut. Dabei soll er ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu gesagt? Wie du dir vorstellen kannst, war sie sehr erfreut. Vor allem, als ich ihr gesagt habe, dass Tonda ihr alles abkaufen will. Ist doch toll! Ein paar Münzen extra schaden nie. Ja, irgendwie hat jeder so eine Frau. Was ist denn? Oh, Spieler. Vielleicht geht er jetzt zur Kneipe und will spielen. Das wäre super. So, ein Stündchen warten wir mal. Wir müssen so oder so warten. Na, wo ist der Spieler? Oh, wie es aussieht, ist jetzt gar keiner mehr hier. Na, nervig. Naja, es bringt nichts, warten wir.
Mein Gott, ich finde das echt zum Kotzen. Das nimmt immer so viel aus dem Spiel raus, dieses ganze Warten und Warten. Gerade für ein Let's Play ist das wirklich nervtötend. Und will einfach die Quest machen, dann gleich die nächste und abgeben und fertig und dann pennt er und will nichts davon wissen, obwohl es doch so wichtig für ihn ist. Sehr schön. Haben wir geschafft. Sind wieder hier. Ach, hier gibt's einen. Beste Grüße. Hier, die Zunderbüchse des Tuchhändlers. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hier sind die versprochenen Stiefel. Ich hoffe, sie bereiten dir viel Freude, wie mir meine Rache. Schlapp. Ernsthaft? Ich bekomme ein paar verdammte Schlappen, die gut was wert sind. Gut, wäre die Quest auch erledigt. Ich frage mich, ob man das sieht, wie der das abfackelt. Das Rennen. Händler Ledetschko, Schwerter vom König. Dann müssten wir nach Rattay. Ja. Das Rennen wäre bei Neuhof und ich würde schon ehrlich gesagt das gerne machen. Das machen wir auch. Dann geht's nach Neuhof. Aber bevor wir wieder irgendwelche Probleme machen oder so, mache ich da eine Schnellreise hin zwischen den Folgen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Das würde mir auf jeden Fall sehr gefallen und bis dahin.